Ich bin die Sabine Beck und es geht darum, wir wollen heute einfach ein Zeichen der Solidarität setzen. Das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass wir zeigen wollen, dass wir eine Gesellschaft sind, dass wir zusammengehören und da gehören einfach auch ganz viele andere Leute dazu. Dass dieser Anschlag in Paris gestern stattgefunden hat, das konnte ich nicht ahnen, als ich die Idee gehabt habe, den Flashmob oder die Demo zu organisieren. Das ist gestern leider passiert, hat mich wahnsinnig schockiert und hat für mich die Notwendigkeit eigentlich noch unterstrichen, diese Aktion zu machen. Denn ich befürchte, dass jetzt einfach verschiedene Gruppen kommen, um einen großen Keil in die Bevölkerung zu treiben und genau das sollten wir nicht zulassen. Denn für mich war dieser Akt in Paris ein terroristischer Akt. Welche Religion da vorgeführt wird und benutzt wird, um das zu rechtfertigen oder nicht zu rechtfertigen, zu argumentieren oder vorzuschützen, das ist vollkommen egal. Das ist Terrorismus, das ist ein Verbrechen. Deswegen dürfen aber unsere muslimischen Mitbürger in keinster Weise diskriminiert werden. Und ich finde es jetzt eben ganz, ganz besonders wichtig, tatsächlich zusammenzustehen und tatsächlich zu sagen, wir sind eine Gesellschaft und da gehören Migranten dazu und Inländer und Pensionisten und Kinder und Arbeitslose und Erwerbstätige und Bettler und alle, weil das ist die Gesellschaft. Und wir gehören zusammen und wir sind nur stark, wenn wir zusammenhalten, vor allem in so schwierigen Zeiten wie jetzt. Ich glaube, dass in Europa genug Platz für mehrere Menschen sind. Wir sollten vor allem mehr Flüchtlinge aufnehmen. Dass das Ganze im Schatten der Ereignisse in Frankreich stattfindet, ist ein Auftrag für uns, uns auch von religiösem Fanatismus zu distanzieren. Die Weiße Rose ist ein Symbol des Widerstands gewesen im Zweiten Weltkrieg und wir wollten ein Symbol uns nehmen, das schön ist, das auch als Fairtrade möglich ist, weil das ist uns auch wichtig, und da entsprechend ein Symbol zu haben. Es ist die Weiße Rose geworden, weil wir es schön gefunden haben. Es hat jetzt noch nicht wirklich mehr als diesen Widerstandscharakter, den es als symbolhafte Form hat. Es ist die Unschuld, die Treue, es hat ein bisschen so andere Bilder auch. Aber im Wesentlichen ist es darum, ein Symbol zu haben, das wir weitergeben wollen an die Leute, die gestern gestorben sind. Deswegen habe ich Hashtag Platz da Wien erfunden. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr vielleicht Selfies macht, ihr mit den Rosen, und die postet mit diesem Hashtag, weil dann rennt das durchs Netz und ich glaube, das wäre eine ganz tolle Sache. Dadurch, dass ihr jetzt so viele da seid, wäre es vielleicht schön, wenn wir das wieder machen nächsten Donnerstag. Und zwar zur selben Zeit, 17.30 Uhr. Wenn ihr wieder kommen wollt und Rosen mitbringen wollt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ich glaube, das wäre für uns alle eine schöne, positive. Dankeschön. Sorry.